Hallo und herzlich willkommen zu einer Info gefunden, Hogwarts Legacy. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir ein paar Tische hier hingestellt, mit ganz vielen kleinen Patches so, und habe immer ganz viel Malvenkraut jetzt hier angebaut. Ein bisschen Knüte riechen, ein bisschen Alraun und hier noch da hinten noch einmal Diptau, ansonsten überall Malvenkraut. Weil ich halt eine Menge von diesem Scheiß brauche für die Merlins-Prüfungen. Problem ist nur, die wachsen noch 8 Minuten. Aber in der Zeit, oder generell eigentlich jetzt erstmal egal, gehen wir aber auf die Welt... Ach, ich will auf die Weltkarte gehen, drücke jedes Mal die Buttons, Mann. Gehen auf die Weltkarte und machen einfach mal hier diese zwei, drei großen Punkte, die wir gesehen haben, wie diesen krassen, berüchtigten Gegner, dem wir jetzt erstmal eins auf die Mütze geben. Weil ich würde gern wissen, berüchtigter Gegner, klingt hart, kriegen wir bestimmt hin. Ganz sicher. Ich bin da guter Dinge. Vielleicht war der auch ganz schön da neben uns, ne? Ist uns gar nicht aufgefallen. Interessant. Hallo? Eine Riesenkröte oder was bist du? Holy shit, hab ich mich erschrocken. Akio! Gefängnis! Incendio! Okay. Was geht mit dem ab, Alter? Confringo! Defindo! Okay! Incendio! Der kam aus dem Nichts gerade einfach angesprungen. Protego! Confringo! Stupro! Daneben? Incendio! Defindo! Accio! Bonk! Ciao! Confringo! Incendio! Protego! Alter! Sumpfkrattler, Junge! Der kam gerade aus dem Nichts einfach angesprungen. Das Geile ist, jetzt kommt erst der krasse Gegner. Ach, das ist er schon. Okay. Was ist an dem jetzt anders als an den anderen? Confringo, defendo. Grazio. Arresto, Moment, Entfiliamo. Descendo. Keine Ahnung, Mann. Confringo. Das ist einfach eine ganz normale Kröze einfach, oder nicht? Perfekt, ich wollte ausweichen. Defendo. Naja. Das war ein ganz normaler Sumpfkrattler. Oder sind das alles einfach die besonderen Gegner? Accio, Incendio, Confringo. Grazio, Defendo. Arresto, Moment, Feliamo. Okay. Incendio, Confringo. Defendo. Cool. Dann war es ein ganz schön einfacher großer Gegner. Habe ich irgendwie mehr erwartet. Noch eine Zunge, danke. Denkst du, ich sehe dich nicht? Daneben, perfekt. Ja, ja, komm nur ruhig angesprungen. Incendio. Accio. Expelliarmus. Aha. Grazio. Arresto Momento. Einfach alle Zauber aufmachen, auch wenn die keinen Schaden machen, egal. Einfach nur den aufzuhalten. Incendio. Accio. Defendo. Incendio. Confringo. Protego. Und Putz. Das war der krasse Gegner? Okay, cool. Cool, cool, cool. Also einfach nur 5 Riesenkröten. Alles klar. Ja, das habe ich jetzt nicht irgendwie so erwartet, wie es jetzt da gekommen ist, aber nehmen wir mal so hin. Dann gehen wir ganz kurz zu Merlins Prüfung, schließen die ab. Flup. Hui. Und landen. Ah, guck mal, da ist der Ball. Alles gut? Incendio. Erstmal ganz kurz freiräumen, den Scheiß. Accio. Dann ganz kurz die Kugel runterholen. Na komm. Na los. Können wir nicht einfach Leviosa benutzen? Also hier Vingardium Leviosa. Danke. Gott, geht die ab, die Kugel.
Damit wäre das erledigt. So, die nächste Prüfung fertig. Wunderbar. Bleiben noch ungefähr 90 andere. Scheiße, Mann. Dann gehen wir als nächstes natürlich hier zu dir. Wobei, was ist denn das? Ist das eine Trollhöhle oder so? Schatzgewölbe. Da war aber auch irgendwas mit einem Schloss oder sowas, ne? Ja, die Schlösser, die triggern mich so heftig, ohne Witz. Diese Kackschlösser, Mann. Vor allem, weißt du, wir kommen überall hin. Wir sind Magier, wir können alles machen, was wir wollen mit den scheiß Zaubern, weißt du? Aber so ein verkacktes Drecksschloss, weißt du, mit so einem doofen Schlüssel, das kriegen wir nicht auf. Ja, genau. Wem willst du denn das erzählen, Mann? Wer hier wohl gelebt hat? Ja, keine Ahnung. Egal wie, wir gehen da rein. Lol, ich war doch hier schon mal, ne? Das ist ja witzig. Incendio. Incendio? So, was bringt mir das jetzt, ist die Frage. Okay, das hat mir jetzt was gebracht. Ich habe das Ding eingesammelt. Hat sich da jetzt irgendwas geändert oder so? Danke. Accio, Incendio. Ist noch irgendwie was oder so? Ah ja, hier. Und was genau bringt das? Sind die irgendwie wichtig für mich oder gibt das jetzt einfach nur wieder ein paar Erfahrungspunkte, wenn wir es abgeschlossen haben? Okay, ich komme noch nicht hoch. Perfekt. Nice, da wollte ich nicht runter. Ist ja auch egal. Ja, dachte ich mir schon, dass der da oben ist. Oh, ist sogar eine Kiste, lol. Das ist gut zu wissen. Schade, dass das niemand gesehen hat. Die Frage ist, was bringt uns das jetzt? Hm. 100 EP, das war's. Wirklich jetzt? Also ohne Scheiß, es gibt nur EP, du kriegst nichts anderes dafür. Ich sag's euch, diese ganzen Prüfungen, diese ganzen Ereignisse sind in der Open World, ne? Was soll man davon halten irgendwie? Weiß ich nicht. Wir gehen mal zu so einer Trollhöhle hin. Ich will mal wissen, ob die wenigstens was kann. Huch, was war denn hier? Wenn es um Tierwesen geht, dann sind Niffler doch am allerpraktischsten, oder nicht? Nein, das hier, warte, das hier? Mein Gott. Wer sich mit mir anlegt, landet in 10 verschiedenen Gräbern. Ah, jetzt. Tja, da guckst du dumm, wa? Ist das blöd gewesen jetzt, aber egal. So, ein Trollversteck. Die Frage ist, was kann er? Hi. Confringo, Defindo. Accio. Okay, die hält auf jeden Fall eine Menge aus. Defendo, Lazio, Arresto Momento. Expelliarmus, Confringo, Incendio. Defendo, Protego. Okay, Bonk. Bonk und Bonk. Einfach alles hinwerfen, was geht. Confringo. Ja, abgewehrt, zurückgeschossen. Accio. Nimmt das was? Nee, ne? Defendo, Incendio. Und was dann? Confringo. Confringo. Incendio. Haha. Defindo. Confringo. Protego. Stufo. Accio. Okay. Heliam. Lazio. Scheiße, ich wollte eigentlich gerade drücken, aber da war ich zu langsam. Defendo. Arresto Momentum. Stufo. Confringo. Defindo.
Wie viel der aushält einfach, ne? Krass. 50 EP gibt der. Cool. Ansonsten kriegen wir nur einmal ganz kurz ein bisschen seine Popel, ein bisschen Blutegelsaft, der auf dem Boden rumliegt. Und sonst kriegen wir dafür nichts. Ein stahlblauer Umhang. Heftig. Aber das ist halt, was ich meine. So irgendwie, die Events alle sind irgendwie cool. Ja? Also versteht mich da nicht falsch. Ich finde das eigentlich ganz nice. Es gibt diese Meldiz-Prüfung, ist eine nette Idee. Ich finde hier die ganzen Sachen wie Spinnenhöhlen, die Höhlen, die Ereignisorte, diese Banditenlager. Das ist alles irgendwie cool. Ja? Irgendwie hat die alles davon so seinen eigenen Punkt, so, ja, der irgendwie interessant ist. Aber wie bei jedem Open-World-Spiel gibt es diese zwei riesengroße Probleme. Mit Punkt 1, es ist absolut scheißegal, ob du die Dinger machst oder nicht. Die haben keinen Mehrwert, null interessante Dinge und sind alle exakt dasselbe. Und das ist das, was mich auch immer bei Open-World-Spielen stört. Du hast halt einfach diese Manage-Prüfung, cool, und dann guckst du nach, 95 Stück gibt's davon und denkst dann so, ja, nicht cool. Weil irgendwie sind die halt einfach nur da, um die halt zu machen, aber die haben halt keinen Gegenwert, weiß ich mal. Du hast halt gefühlt irgendwie einfach nur was zu tun. Das erhöht einfach nur die Spielzeit, ohne dass es halt irgendwie was bringt. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, bin ich ehrlich. Alternativ fände ich es eigentlich ganz geil, wenn man da, wenn die halt irgendwie was bringen würden. Der Mehrwert, der fehlt einem einfach nur. Wenn du wirklich was machen würdest und das ist halt wirklich relevant, also das bringt dir auch wirklich was und du hast einen großen Vorteil dadurch, außer jetzt vielleicht ein paar Erfahrungspunkte, die du nebenbei absnackst, wäre irgendwie cooler, weiß ich nicht. Nur weißt du, bei so einem Dark Souls zum Beispiel, da gehst du jede Ecke ab und alle und freust dich halt trotzdem über Sachen, die du findest. Meistens, weißt du? Und im schlimmsten Fall kriegst du halt wenigstens Seelen, um dir Level zu kaufen. Hier die paar EP, ja gut, okay. Weiß ich mal, so, das ist halt der Punkt irgendwie ein bisschen. Und Punkt 2, der bei Open World Spiel immer schon der kritischste Punkt meiner Meinung nach war, ist, das ist der schlimmste Punkt von allen. Du hast eine Karte, die aber gefühlt absolut scheißegal ist. 90% dieser ganzen Punkte hier, egal wo es ist, sind irrelevant für uns. Weiß ich nicht. Bringt mir irgendwie kaum was, da jetzt irgendwie hin und her zu laufen, so, weiß ich mal. Auch das jetzt hier, Spuren alter Magie, Ort alter Magie, schön, klingt voll cool, gehst du hin, musst drei Dinge suchen, kriegst dafür 100 Erfahrungspunkte und das war's. Ja, da hat sich ja richtig gelohnt, da wieder hinzugehen, Wahnsinn. Keine Ahnung, dann hast du hier 5000 Truhen, die du nicht erreichen kannst und selbst wenn du die erreichen kannst, bringen sie dir eh nichts. Ja, weiß ich mein, so das... Lohnt sich jetzt oder lohnt sich jetzt nicht, da irgendwie was zu tun? Weil gefühlt irgendwie nicht. Ich denke, wir sammeln auf jeden Fall trotzdem diese ganzen Dinger da so ein, ne? Und je nach Lust und Laune machen wir auch die ganzen Sachen, die wir dann irgendwie unterwegs sehen, aber gefühlt ist das wirklich egal, machen wir die jetzt oder machen wir die nicht. Das ist jetzt dieses typische Open-World-Ding einfach. Was ist denn hier? Perfekt. Warum denn auf mich? Assi. Warum geht denn jetzt auf mich? Oh, putz. Entschuldigung. Alles klar, der rastet komplett aus. Incendio. Confringo. Defendo. Bonk, bonk, bonk. Boah, sah das geil aus. Confringo, Incendio, Protego, Stupo. Ciao. Defendo. Wo ist eigentlich der andere Typ hin? Oh, warte mal. Confringo. Der ist in den Baum gelaufen. Wie dumm. Alles klar. Defendo. Ich dachte, ich sterbe übrigens. Aber doch nicht. Das hat man sicher bis London gespürt. Ja. Okay, solche Nebenevents muss ich mal zugeben, finde ich eigentlich ganz cool. Ich hatte zwar keinen Plan jetzt hier, was es genau war. Hier war einfach random Gegner, die einfach irgendwie ein Trollproblem hatten, aber... Nett. Ja, aber sowas ist halt irgendwie dann ganz cool, wenn sowas passiert.
Guck mal, hier ist auch wieder eine Kiste, glaube ich. Aber komplett mit Scheiße. Weißt du, das ist... Lohnt sich halt gar nicht. Hier ist eine Merlins Prüfung. Confringo, Accio, Incendio, Defindo, Protego, Stufo, Expelliarmus, Glacio. Okay, mach mal ganz kurz bitte. Bonk! Arresto Momento. Alter. Ist das so? Bonk! Expelliarmus. So, und du? Confringo, Defindo. Accio, Incendio. Bonk! Du hast uns den ganz kurzen Abgang. Bonk! Die Tierwesen sind jetzt sicher. Schön. So, jetzt haben wir kurz ein paar Wilderer gekillt und jetzt können wir das hier machen. Ach ja, stimmt, ich habe ja nicht genug Malvenkraft, weil ich das erst noch am Anbauen bin, ne? Hm. Stark. Dumm gelaufen. So, da ist er, der Punkt. Westlicher verbotener Wald, hm. Tauchen wir ganz kurz hier nach runter. Hier nach runter, ey, krass, ja. Wir haben auch schon Deutsch, ne? Und was finden wir? Eine Quidditch-Schutzbrille. Lohnt sich halt auch wieder null. Mann. Ich weiß nicht, wie sieht das so die generelle Mehrheit der Leute eigentlich, ja? Sind diese Dinge wirklich für euch irgendwie sinnvoll? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Oh, lol. Das wollte ich eigentlich nicht tun, aber danke. Echt jetzt? Ich muss da runter. Na gut. Dann gehen wir da halt wieder runter. Und fangen wir mal von vorne an. Ins Handy. Okay, Wahnsinn. Fangen wir ganz rechts an. So, der spuckt mich hier aus. Da war ein kleiner Kristall. Weißt du, jetzt müssen wir einfach nur die Sachen einsammeln. Es ist schon heftig. Gut, der spuckt uns auch nach hier oben aus. Perfekt. Bringen die uns alle dahin? Das wäre irgendwie ziemlich dumm, oder? Ah, ne, der geht woanders hin. Okay. Oh. Donk. Oh, da kommen wir nicht durch. Da sind wir zu fett für. Schade. Okay. Zack. Zack. Wenn Professor Fig das nur gesehen hätte. Ja, dann wäre er vor Langeweile gestorben. So, was kriegen wir jetzt? Ey, Herausforderung. Cool. Mehr Dekorationsobjekte für unsere Kleidung. Mehr nicht. Und das war's. Weißt du? Du kriegst nichts als Belohnung. Außer ein bisschen EP und ja, du hast halt eine Herausforderung abgeschlossen. Ja, weiß ich nicht. Lol. Okay. Akio, Incendio. So, du kommst jetzt mal ganz kurz her. Uns besiegt. Mal sehen, was du Akio, Incendio. Zack, zack, zack. Expulso! Expulso! Kriegt ein Fass ins Gesicht. So. Du bitte mal den hier. Donk und Bonks. Accio! Incendio, Defindo. So, das waren sie alle. Glaube ich. Aber ich kann noch was werfen, also irgendwie einen gibt's noch. Ja. Einfach alles super werfen, was wir so finden. Noch ein Gegenstand. Guck mal her. Kann ich
kann ich nicht, weil du irgendwie da unten drunter bist. Incendio. Falscher Zauber. Confringo. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Ja, da kommt wieder der Satz nach dem Gewinn. Okay. Zack. Snacken wir uns die beiden Truhen. Kontrolle 2. Snacken wir uns kurz das Getränk, ne? Weil wir sind ein Trinker hier. Und dann haben wir den nächsten Punkt abgeschlossen. Die sind eigentlich ganz cool, die Camps, bin ich ehrlich. Die bringen zwar auch quasi gar nicht die Banditenlager, aber immerhin hast du halt einen Kampf und kriegst ein bisschen EP dafür. Keine Ahnung, was weiß ich denn. Ja, weiß ich nicht. Wir können mal ganz kurz noch eben nach Hogwarts gehen, in den Raum der Wünsche. Uns kurz ein bisschen Material holen hier für die Prüfungen. Wir müssen eigentlich alle gewachsen sein. Was mir gefällt, dass sie alle direkt nochmal neu angebaut werden direkt und man das nicht jedes Mal wechseln muss. Das ist eigentlich ganz nice. So, Stumpf und Stier, Errungenschaft freigeschaltet. Was war das jetzt? Nicht übrigens wundern, ne? Ich habe ja noch, ich weiß nicht, dass ich die so dann letzte Folge gemacht hatte, aber ich habe hier mal die Prüfung des Merlins einfach aufgemacht, einfach weil, warum nicht? Züchte jede Art von Pflanze. Ach so. Ja. Schön, ne? Und dann gehen wir wieder weg. Dafür mussten wir extra hier hin teleportieren. Naja. Weltkarte. Dann gehen wir da hoch. Und dann gehen wir erstmal da hin. Und dann zum Lager direkt dahinter. Das sehen wir dann ja eh von da aus, hoffe ich mal. Ja. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie. Doch, kann ich. Das sagst du mich jedes Mal. Zack. Einmal kurz im Schnelldurchlauf durchgeflogen. Flupp. Runter. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Und Malvenkraut. Hui. So, ich werde es gar nicht erst versuchen, bin ich ehrlich, weil ich finde die super lame, die Prüfung. Was sind diese Steinchen? Da sind die Steinchen. Mit Revelio raus, wo die Steinwürfel sind. Mit Lumos einen Mottenschwarm dahin führen. Und dann bleiben die Motten an der Stelle. Wahnsinn. Cool. Warte, was war da noch als dritter Schritt? Ah, cool. Okay. Aber da gucke ich auch gar nicht, das mache ich nicht mehr irgendwie anders. Das tut mir leid, aber. Da 95 Stück finde ich. Nee. Lumos. Nee. So. Muss aber zugeben, ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich erstmal nicht rausgefunden. Muss ich leider doch ein bisschen ehrlich sein. Das wäre eine. Da hätte ich F5 erst ein bisschen rumprobiert, glaube ich. Ach, echt jetzt? Incendio. Lumos. So. Zack. Revelio. Ah ja. Gut. Incendio. Confringo. Defindo. Ah, das war fast voll getroffen. Perfekt. Lumos. Nochmal Lumos. Und zum dritten Steinchen. Düdelüdelü. Zack. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Hui. Ein tolles Ding. Ja, und wir kriegen nichts dafür. Danke. Weiß ich nicht mal. So, kurz wieder auf den Besen gehen. Da ist mich das nächste Camp. Zweifellos schon lange verlassen. Hallo, die Herrschaften. Wenn das nicht nur. Akio, Protego, du, Defindo, Incendio. Wollen wir. Bonk, du, Bonk. Akio, Confringo, Incendio. Hey. Komm, mach nix. Ich find's aber cool, wir mit dem Zauberstab erstmal so ein bisschen rumfuchteln, weil es funktioniert gerade nicht, wie cool dann drauf ist. Protego! Protego! Bonk! Accio! Incendio! Defindo! Confringo!
Was hast du denn davor? Akio, Incentio. Du. Grazio. So, während sie eingefroren ist. Du. Arresto momento. Descendo. Ja, du solltest flüchten. Du solltest flüchten. Okay. Ich bälle nicht nur, ich wachse auch. Jetzt ist ein kleiner Hund. Akio. Ja, guck mal her. Incendio. Defendo. Confringo. Potego. Stufo. Bonk. Akio. Incendio. Confringo. Potego. Akio. Incendio. Mach's gut. Stufo. Kurz ein bisschen looten. Ah, hey, Ausrüstungsbesitz sind voll. Wahnsinn, oder? Akio. Incendio. Das macht Spaß. Defendo. Und schau. Boah, ist das nervig. Das müssen wir erst wieder verkaufen gehen. Okay, das sind immer nur Spinnen. Oh, lol. Echt jetzt? Ich kann das nur mit dem Schloss aufmachen. Ach, ich weiß nicht, was das... Warum denn Schlösser, Junge? Warum denn das immer Schlösser? Kotzt mich ein bisschen an. Da ist Jackdaws Grab, ja. Noch eine Merlins Prüfung und ja, ich weiß nicht, also... Das Ding ist ja, das Spiel hat extrem stark angefangen, aber langsam kommen die Schwächen extrem raus. Und es ist ja genau der Punkt, den eigentlich fast jeder befürchtet hatte. Die Schwächen sind leider, wie erwartet, die Open World. Es ist echt belastend. Es ist irgendwie bei fast allen Spielen, die mittlerweile Open World sind, werden die wegen der Open World echt schlechter und nicht besser. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Und vor allem diese wiederholenden Sätze immer, ne? Die gehen einem irgendwann auf den Sack ohne Witz. Oh, wir sollten uns vielleicht mal neu ausrüsten gehen gleich. Okay, okay, okay. Komm, weg damit, weg damit. Ach komm, wir machen mal alle grünen, blauen weg, drauf geschissen, ganz ehrlich. Gehen wir ganz kurz in den Raum der Wünsche, die einmal ganz kurz freischalten. Ja, 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 werden wir eh irgendwann. Nach Hogwarts, geheime Räume, Raum der Wünsche. Es waren keine 10 Minuten, oder? Sonst könnte man immer nur ganz kurz die Sachen ernten gehen, aber ich glaube nicht. Oh ne, 3 Minuten noch, 4 Minuten noch fast. Schade. Kurz identifizieren. Ja, lohnt sich richtig. Ausrüstung. Fuck. Fuck. Das ist beides ein Outfit gewesen. Okay, der ist gut. Reduzierter Schaden durch Sumpfkratler. Ja. Gut, nehmen wir. Natürlich kurz die Optik davon ändern, weil so sehen wir kacke aus. Und zwar zack. Dunkle Künste wieder anziehen. Herausforderungen, die wir abgeschossen haben, können wir auch ganz kurz nachgucken von mir aus. Düpp. 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 Ja, gut, ne? Natürlich auch hier. Also ich habe mir am Anfang eigentlich vorgenommen, das Spiel zu 100% zu spielen, aber weiß ich nicht. Hey, wieso war noch was markiert? Ach so, weil ich da drüber hovern kann. Oh. Stark. Ja gut. Der liest hier erst ein bisschen was. Nice. Gut, dann machen wir nochmal ganz kurz eben
Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ob ich jetzt ganz kurz hingehe und die anderen Flammen noch kurz freischalte. Wir gehen mal ganz kurz dahin. Warum denn nicht? Ach ja. Ach, die Kiste brauche ich gar nicht, dass versuchen. Einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Scheiße, wird sie gehen. Zack. Einmal kurz die Prüfung des Mehrdienst machen, dann das Feuer aktivieren, dann die Prüfung des Mehrdienst machen, zum nächsten Punkt gehen und so weiter. Na, ihr kennt das jetzt ja schon. Oh, ein Aschwinderei. Welch angenehme Überraschung. Zack. Okay. Incendio, Confringo. Ach, Confringo geht ja sogar auch, ist ja witzig. Warte mal kurz. Erstmal von so einem kleinen Schrein das ganze Geld klauen, auch eine super Idee. Revelio. Gibt's nur die beiden oder gibt's noch andere? Da oben ist noch einer. Okay. Confringo. Hui. Dann lande doch bitte hier. Danke. Willst du dich verarschen? Das ist nicht gereicht, oder was? Was soll das denn? Dann stellen wir uns mal ganz kurz hier oben hin, aber wenigstens direkt die ganze Sicht drauf. Confringo! Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Cool. Weißt du, wie sie Merlins Prüfung hätten meiner Meinung nach viel besser machen können? Die hätten sich irgendwie einfach so, keine Ahnung, 15 bis 20 verschiedene Aufgaben ausdenken können, aber komplett verschiedene. Nicht das, also wirklich komplett verschiedene. Dass sich gar nichts wiederholt davon, dass jeder einzigartig ist. Und statt auf Masse zu setzen. Weil Masse setzen ist mal, also eine Quantität statt Qualität bei dem Punkt. Das wäre, glaube ich, geiler gewesen. Hoho. Heieiei. Hier sind Gegner. Ach ja, Spinnen. Okay. Ja, ja, das 30. Mal Spinnen bekämpfen möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Hallo? Was gibt es für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen. Du siehst ein bisschen aus wie Müsli. Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher, aber... Wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, genau das brauche ich. Weißt du, auch das hier ist... Einmal ist die Situation ganz witzig. Zweimal, okay, komm, kann was passiert. Das ist jetzt schon die dritte Person, die irgendeinen Trank haben möchte. Da können wir denn einen geben. Und die gibt es dann drei Tränke im Gegenzug. Ein bisschen Erfahrung und dann war's das. Dann ciao. Aber hilft. Sehen Sie sich vor, ja? Oh, Sie sind ein Schatz. Wirklich. Ich werde sehr vorsichtig sein. Das sollten Sie auch. Ja, schön. Bekommt kein Grimm. Dank Ihnen, mein liebes Kind. Ja, und jetzt kriegen wir dafür drei weitere Tränke. Ich muss darauf bestehen, dass Sie dieses kleine Zeichen meiner Dankbarkeit annehmen. Ja, Wahnsinn. Ich finde, es ist ganz nett irgendwie so, aber... Das sind halt Dinge, die nur da sind, damit sie da sind. Und nicht, um was zu... Reichen so, keine Ahnung. Ich will mich eigentlich auch gar nicht drüber aufregen, aber guck mal, da ist jetzt auch schon wieder der 20. Stopp, der hier in der Nähe steht, von dem gleichen Typen, der das wahrscheinlich ähnliche oder gleiche Zeug anbietet. Das sind einfach nur Platzfiller. Das ist einfach nur, um die Karte irgendwie größer zu machen. Aber man hat nichts davon. So, ja, schön. Was bringt's mir dann? Weiß ich mein? Das ist halt das, was mich daran so ein bisschen stört. Das ist halt alles irgendwie so ein bisschen random. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ah ja. Fliegen wir kurz hier hin. Okay, kein Zugriff mit drei Tier. Dann gehen wir halt hier hin. Schloss Fallbutton. Hallo. Guten Tag.
Und da werden wir wahrscheinlich irgendwann später, denke ich mal, irgendwas machen können. Jetzt gerade wahrscheinlich im Moment ist es nicht so wichtig. Hier ist ein Schatzgewölbe. Und wetten wir, wenn wir da hingehen, ist eh wieder ein Schloss vor oder so ein Scheiß. Wir probieren es mal aus. Aber meistens ist da eigentlich dann zu. Oh ne, wir kommen sogar rein. Cool. Eine Kiste mit. Sieht interessant aus. Na, Quidditch-Brille vielleicht? Hat man schon. Ah, nee, ist ein Schloss vor. Ich hab's noch gecallt. Aber hey, die meisten denken sich dann so, wahrscheinlich so, hey, das hat dann wenigstens nochmal einen Wiederkehrwert und das bringt es dann auch voll. Ist voll cool. Ja, eben nicht. Da ist die 50 Milliardenste Spinne. Accio, Incendio, Defindo. Schnauze. So, 10 EP bekommen, Wahnsinn. Du bist widerlich. Hat sich aber auch überhaupt nicht gelohnt irgendwie. Da ist der Händler, der Leopold, was weiß ich nicht, für einen Cock. Babcock. Ja. Ansonsten. Oh, guck mal, hier ist sogar noch ein Dingensblatt. Wahnsinn. Ja, snacken wir kurz einen Apfel, danke. Revelio. Oh, ist draußen der Zettel? Ah, Wahnsinn. Mhm. Scrib Cottage. Diese ist idyllische Cottage, gehört einem älteren Scrib, der es vorgezogen hat, in der Welt der Zauberei zu leben, anstatt sich bei den Muggeln zu integrieren, wie es einige Scribs tun. Er begnügt sich damit, sein Land ganz ohne Magie zu bewirtschaften und die umliegenden Dörfer mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen, auch wenn er bei dem ein oder anderen Kürbis gelegentlich einen Schwellzauber durchführen lässt. Ja. Hey, ein Talentpunkt. Hui. Also ja, man kann leveln dadurch. Man kann sich selber stärker machen quasi. Das ist immer der einzige Punkt auch irgendwie. Aber ich weiß nicht, Mann. Das ist... Komm, machen wir mal die Heilung besser. Passt. Besen in die Hand. Kurz ein bisschen weiter. Die nächste Höhle. Bonk. Nein, warte. Nein, ich hab's noch nicht mehr. Schnauze, was soll das denn? Der komische Kackbote. Accio. Incendio. Klopf, weg ist er. Ist das hier nicht die Höhle? Accio. Bin ich jetzt doof? Straßenköterversteck. Echt jetzt? Das ist einfach nur eine Markierung, dass da Straßenköter sind? Ja, Wahnsinn. Ich meine, nett, ja, cool gemeint, aber... Hm. Ah, wobei, das ist eigentlich ganz cool, dass es markiert wird. Das ist okay. Die sahen auch schon mal besser aus. So, und wieder ein Punkt, wo wir aber nur suchen dürfen. Putz. Gehen wir mal ganz kurz die Leiter hoch. Laufen einfach kurz ein bisschen außen rum. Klauen einen nicht identifizierbaren Hut. Wahnsinn. Confringo. Ich kann es nicht markieren. Ah, jetzt. Lol. Hat nur ewig gedauert. Okay. Ey, ich will nichts sagen, aber ich habe einfach einen Besen. Das ist euch schon klar, ne? Da fliege ich dann halt rein. So ist jetzt nicht. So. Zack. Und zack. Confringo! Bonk. Bringt das was? Ja, ne? Ja. Ist das Ding noch über uns oder ist es hier egal? Nee. Okay. Incendio! Hier hätten wir übrigens nicht gekonnt. Irgendwann. Ich komme nicht durch.
Lol, man kommt da nicht durch. Willst du mich verarschen? Ah, jetzt. Lol. Hä? Ja, Wahnsinn. Ansonsten klettern wir halt hier ganz kurz runter. Und hier findet sich, ey, der dritte Kristall. Das war nicht ganz so schwer. Und zack, jetzt kriegen wir einfach 100 Erfahrungspunkte und die Magie ist verschwunden. Das war's eigentlich. Es ist halt... Jetzt ist die Kamera auch locked in die Richtung. Perfekt, danke. Kriegen eine Brille. Mhm, cool, cool, cool. Noch eine Brille. Stark. Und das war's, ne? Das war's. Dafür war das gesamte Gebäude da. Das war alles, was wir hier tun konnten. Boah, weiß ich nicht. Dafür war das Ding jetzt da, weißt du so. Ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen. Die gesamte Open World hier oben hat mir eigentlich jetzt nichts gebracht. Die einzig interessanten Orte waren echt nur das Jackdaws Grab, weil es halt, also eigentlich nur da, wo die Story-Quest war. Der Rest war wirklich irrelevant. Ich mach noch ganz kurz da hinten die eine Flamme noch kurz, aber ich weiß nicht, ob mir die so viel bringt. Mal gucken. Wahrscheinlich höchstens ein Camp, was wir kaputt machen können. Mann. So, jetzt fliegen wir kurz ein bisschen außen rum. Natürlich außen rum um die unsichtbare Wand, weil hier dürfen wir natürlich nicht durch. Ey, Ballons, Wahnsinn. Bonk. Das fand ich schon bei Dying Light 2, bei Cyberpunk. Generell die Open-World-Spiele, die leiden darunter. Ich weiß nicht. Bei GTA 5 hast du es ja, weiß ich nicht, gefühlt nicht so krass gehabt, oder? Ich hab's zumindest nicht so irgendwie in Erinnerung. Ich glaube, da hast du es mit der Open-World irgendwie anders gehabt. Guck mal, hier ist direkt ein Camp. Guck mal. Du bist zum Sterben hier, was? Ja. Komm, komm, komm. Hast du davon, weil du so oft gelabert hast. Oh, guck mal, wir haben jetzt sogar schon drei von diesen komischen Superattacken. Nett. Wo sind denn die Gegner alle? Da oben. Okay. Bonk. Bonk. Ich werde nicht ruhen. Akio. Dann ruhen wir bitte jetzt. So. Ich werde nicht ruhen, außer du bringst mich dazu. Was ist denn das jetzt hier? Ruinen von Korro. Ja, nee, warte, lass mich erstmal ganz kurz hier. Schleudere einen springenden Kommandanten der Anhänger zu Boden. Setze eine Araune gegen Gegner ein. Können wir von mir aus machen, wir haben eh 1000 davon. Ich bin von mir aus, bin ich ehrlich, macht jetzt für mich keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Hier, gönnt euch. Grazio, arresto momento. Descendo. So. Zwei Gegner in der Luft halten, das kriegen wir ganz kurz hin. Ich finde sowieso diesen Eiszauber echt jetzt ziemlich kacke, wenn ich ganz ehrlich bin. Bonk. Oh, der steht direkt davon, hoppala. Levioso. Ich werde mich schon retten. Arresto momento. Descendo. Levioso. Aufhören, ich habe Höhenangst. Habe ich auch einen zweiten Luftzauber irgendwie? Obwohl, ich könnte natürlich einfach den hier machen. Akio. Meint ihr das damit? Ah, okay, das meinen die. Alles klar. Levioso. Ich werde mich rächen. Akio. Lass mich runter. Ah, das hält aber nicht lang genug. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Dass wir es länger machen. Indem wir das mit Depul so... Aber es ist nur zum Wegschießen. Habe ich auch irgendwas anderes? Ich könnte den natürlich einfach mit Arresto Momentum
Da oben halten. Arresto, Moment. Levioso. So meint ihr es wahrscheinlich, ne? Ja. Descendo. Bonk. Expelliarmus. Das hält ganz schön lange, dieses Arresto-Momentum. Dafür wird... Accio. Descendo. Descendo. Krass. Okay. Sieht nach Ärger aus. Nett. Waren das alle Gegner oder kommen da noch mehr? Lol, es ist die Duellas und ein anderer. Ich könnte schwören. Expelliarmus! Ich habe schon gekämpft, bevor du geboren wurdest. Nicht okay. Ganz. Levioso! Kannst du jetzt mal dein Schild wegmachen? Aha! Arresto, Moment! Haha. Slow-Mo! Bonk, Pindo, Bonk, Protego! Konfring! Accio! Tja, jetzt ist natürlich die Herausforderung eine ganz andere, was ein bisschen ärgerlich ist, weil dadurch ist das ganze Ding geändert. Aber naja, machst du nichts, ne? Daran ist allein Ranrock schuld. Das Problem ist nur, ich glaube, es gibt hier gar keinen Troll. Platzwunde 1. Weiß ich nicht. Also ich sehe da auf jeden Fall noch einen Gegner da rechts für Carter. Ich hoffe, es ist er auch, den wir noch besiegen müssen. Ansonsten habe ich mich keine Ahnung, wo noch ein Gegner ist. Ach, das ist der Troll. Ja, wunderbar. So. Expelliarmus. Mit dem Puls auf einen Gegner. Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt will ich doch die Pulse benutzen. Ach. Hä? Der Pulse. Wie soll ich das denn machen? Levioso, Expelliarmus, Arresto, Momento. Keine Ahnung. Confringo, Defindo, Incendio. Ist doch egal, wir bringen kurz den Troll um, dann ist doch Ende. Accio. Bonk. Incendio. Confringo. Defindo. Protego. Accio. Incendio. Confringo. Mein Gott. Bonk. Und Bonk. Defindo. Confringo. Incendio. Das war viel Schaden. Das war gut. Okay. Müsste jetzt reichen, oder? Kann ich doch noch nicht. Hier. Confringo. Bonk. Protego. Ups. Du. Tot. Das war echt knapp. Ja, knapp will ich es jetzt nicht bezeichnen, aber okay. Ja, jetzt haben wir dreimal die Duell-Dings da neu bekommen. Schon stark, oder? Was ist das hier? Ach, das hätten wir werfen können. Ja, stark. Finde ich ja früh, ne? Gut, dann gehen wir hin, machen wieder das mit dem Descendo. Ja, können wir ruhig machen. Wobei, wir fliegen einfach hoch. Perfekt. Ja, ja, häng ruhig fest, danke. Ja, 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 fast. Jetzt aber. Was hier wohl passiert ist? Ja, keine Ahnung, du. So, und abgeschlossen. Manipulation 2. Wir sind zwar eigentlich schon längst mit der Folge zu Ende, das weiß ich. Aber ich glaube... Ich würde noch gerne wissen, was da unten drin ist. Aber ich habe Hoffnung, dass das irgendwas richtig Cooles ist, ehrlich gesagt. Die Ruinen. Ich habe übrigens gerade mit das Kabel gekommen vom Mikrofon, als wenn sich das irgendwie komisch angehört hat. Sorry. Okay. Hier liegt ein bisschen Geld. 3 Münzen.
Der Platz erstmal ganz kurz. Danke. Akio. Tot. Schau, Jungs. Ein Anhänger weniger, Renrock. Natürlich ist hier ein Schloss. Es ist immer ein Schloss. Mann, Junge. Akio. Confringo. Nicht auf die Säule. Oder ist der Weg da oben drüber irgendwie? Achso, hoppala. Ich dachte, wäre ein Geheimgang. Ich habe auf der Karte nur gesehen, dass da halt ein Gang war, weißt du? So, eine Kiste. Okay, ich kann längst so X drücken. Oh, lol. Akio! Incendio! Bonk. Das Geräusch ist so geil, Mann. So, wer will nochmal? So. Okay, bumm. Akio. Incendi. Confringo. Defindo. Protego. Super. Noch irgendjemand? Nee, ne? Cool. Ich dachte, es wäre eine Kiste, lol. War sie wohl nicht. Gehen wir kurz hier hoch. Hier ist auf jeden Fall interessant bis jetzt, der Kerker. Das muss ich zugeben. Akio. Incendio. Ich habe drei Feuer, drei rote Zauber. Was mache ich? Akio. Stark. Sehr stark. Okay, da tropft es ein bisschen rein. Ist da noch irgendwas gewesen? Nee, ne? Eine Tür, ja. Warte mal ganz kurz noch. Ich komme da gleich rein. Ich will nur ganz kurz wissen, ob es noch irgendwas anderes Interessantes gibt. Weil hier sind ja noch andere Wege. Dass du mal vorbeikommst. Immer gerne. Akio. Incendio. Dann halt so. Seid ihr selber schuld. Ich wollte euch eigentlich ganz kurz versteinern, aber so muss es halt leiden. Euer Problem. Das sind ein paar Tränke und ein bisschen Geld. Ansonsten ist hier nichts dran, ne? Ist aber okay. In dem Raum war mehr drin als in den meisten Kisten, also passt das schon. So, was haben wir hier? Siehst du, das meine ich mich. Da war nämlich nur eine Kackbrille drin. Junge, Junge. So, jetzt hier ist der Hauptraum wieder. Ich kann doch einfach da hochfliegen, oder nicht? Ah, nee, kann ich nicht. Oder ist das so ein Ding für später? Oder ist das wieder der Ausgang? Kann natürlich auch sein. Weil ich komme da so nicht hoch. Keine Ahnung. Ach, gehen wir einfach weiter. Kommt drauf geschissen. Wenn da oben was Krasses ist, dann ja. Dumm gelaufen. So. Oh, hallo, die Herrschaften. Was würde ich für ein Wesen? Wie unverschämt. Okay, zack, 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 zack. Zack. Plonk. Akio, er zündet nicht. Zauberstoff-Effekt. Ich wollte eigentlich auf Y drücken, ist egal. So. Akio, Incendio. Levioso, Arresto Momentum. Confringo, Confringo. Eigentlich voll gut, so eine Gruppe von denen einfach in Arrestmomente festzuhalten. Ich werde nicht ruhen. Damit kommst du nicht davon. Ey. Oh lol, halt ja endlich die Weile. Was? Mein Gott.
Nein, nicht das. Confringo! Funk. Ach, der ist schon tot, lol. Hoppala. Entschuldigung. Accio! Incendio! Findo! Und der Platz macht ganz kurz. Dein Blut, da waren viele Gegner. Händen. Nicht schlecht. Ein Adelsmantel. Okay. Also die Kleidung ist halt so unnötig, Mann. Gib mir doch was Cooles, Mann. 250 P, ja, das hat sich wenigstens gelohnt. Ist so viel wert wie 2,5 Merlins Prüfung, ja? Muss ich mir vorstellen. Oh, danke. Okay. Nett. Da kommst du nicht drüber? Dein Ernst? Ist das denn? Wir können da nicht rüberhüpfen. Alles klar. Dann gehen wir halt außen rum. So. Dazu geben für ein bisschen Geld und so hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Hier reinzugehen. So, gehen wir mal hier hinten weiter. Ist ganz schön groß hier, ne? Nicht schlecht. Weißt du, was mir noch ein bisschen fehlt? Wenn rechts steht, wie viel Geld ich bekomme, noch irgendwie da drüber oder so, wie viel Geld ich insgesamt dann habe. So noch einfach so eine Plusrechnung und dann einfach dahin zu schreiben, auch bei den Materialien, wie viel man wirklich letztendlich hat, wäre halt irgendwie echt praktisch. Accio. Incendio. Findo. Confringo. Wollte ich hinterm Schild verstecken, lass ich nicht zu. Werde nicht ruhen. Confringo. Accio. Incendio. Donk. Liegt hier noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Nee. Oh, aber doch hier. Ja, hier, hier. Ist noch eine Kiste. Mit ein bisschen Geld und so. Wahnsinn. Ach, ein paar Kerkerzellen hier. Nett. Sehr freundlich. Da komme ich nicht durch? Erzähl keinen. Hat man eigentlich eine Karte hier? Nee, hat man nicht. Da komme ich nicht durch? Oder bestimmt ein Zauber oder so, oder? Als ob. Revelio. Echt nicht? Accio. Defindo. Confringo. Okay, scheint einfach zu sein. Ja, nett. Okay. Ich würde ja gerne sehen, ob es hier noch irgendwie... Wirklich jetzt? Lol. Okay, cool. Eine Kiste. Wahnsinn. Es ist halt immer nur Kleidung, ne? Und natürlich übrigens auch ein kleiner witziger Funfact mal so nebenbei. Alles Kleidung, die mir passt. Tja. Habe ich jetzt irgendwas übersehen hier auf der Karte? Bestimmt, aber ohne dieses Schloss da komme ich ja eh nicht rein. Und den Rest, ja, keine Ahnung. War auf jeden Fall trotzdem ganz nett, muss ich zugeben, hier reinzugehen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt halt eigentlich nur ein bisschen Geld und Erfahrungspunkte. Wirklich was Krasses bekommt man hier nicht. Ja, nett. Ich meine, es gibt ja auch keine besseren Waffen, weil wir haben ja einen Zauberstab und so. Was ich meine, da gibt es ja keine Verbesserung mehr. Also so gesehen haben die auch da nicht viel Potenzial. Aber ja, wie viel Auto, auch Auto wollte ich schon sagen. Wie viel Geld haben wir eigentlich mittlerweile? Okay. Alter, wie viel Zeug. Alleine fast 200 Mondsteine. Krass. Habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen. Ne? Wo war eigentlich mein Geld jetzt hier? Hat man das irgendwo gesehen? Nee, ne? Stark. Doch, da sieht man das. Bei Ausrüstung. Nicht im Inventar. In der Ausrüstung. Klar. 2300. Ja, ist okay. Dann gehen wir nochmal ganz kurz eben, bevor ich mich jetzt hier
eben das Spiel ausmache, einmal nach Hogwarts. In den Raum der Wünsche, ernten einmal ganz kurz durch. Und machen ganz kurz die Ausrüstung. Tja. Ey, du bist im Raum der Wünsche. Wenn du Pflanzen sehen willst, dann seh die doch einfach. Ich meine ja nur. Zack, einmal kurz alles geerntet. Ja, wunderbar. Identifizieren. Kurz Ausrüstung checken, ob sich da irgendwas jetzt hier lohnt. Handschuhe technisch. Nein. Gesichtstechnisch. Haben wir jetzt gerade 35, also theoretischerweise wären viele davon ziemlich gut. 25 bräuchten wir dafür. Also ein Level noch, den können wir alle verkaufen bis auf den blauen. Weil lohnt sich ja dann schon, muss ich zugeben. Oh, oh. Okay, der Hut ist deutlich krasser. Bisschen Fairy, ja gut. Machen wir. Eigentlich müssen wir mit so einem Zeug wie durch die Gegend laufen. Aber nee. Ich bin echt nicht so... Also ich finde eigentlich das Aussehen, was wir jetzt haben, seit Anfang an schon echt gut. Was auch ein bisschen der negative Punkt beim... beim Vorbestellen ist. Da hast du halt das dann schon, weißt du? Okay. Lohnt sich eigentlich alles nicht so wirklich von der Kleidung her. Outfit selbst. Auch gar nicht. Dann gehen wir nochmal eben ganz kurz verkaufen, weil wir haben so viel Zeug. Und dann ist die Folge nach extremer Überlänge, aber es war halt auch eigentlich alles nur ein bisschen Quatsch abarbeiten, ehrlich gesagt. Gehen wir dann, wobei ich kann mal eben ganz kurz gucken auf die Karte. Ja, Sammlung Truhen 1 von 1 und so. Schön. Dann war das Ding mir schon mal fertig, doch. Super. Zack. Zack. Einmal ganz kurz zum Trankhändler verkaufen gehen. Tü-tü-tüm. Tü-tü-tü-tü-tüm. Hallihallo. Ja, ja, Madame Lawang, ich weiß. Madame Lawang hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Ja. Ich weiß, ich weiß. So, dann gönn dir. Die blaue Brille würde ich gerne noch behalten, den Rest kannst du eigentlich alles haben. Ich hatte da aber nichts bei, was ich wirklich brauche, oder? Ach, nee, es war nur mit diesen drei Punkten, ne? Genau. Ja, das können wir noch kurz behalten, wahrscheinlich, so ein bisschen. Tränke brauche ich jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Wobei, wir könnten sie eigentlich alle kaufen, oder? Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Dann haben wir sie wenigstens. Ja, können wir uns genau leisten. Machen wir. Haben wir die Rezepte nämlich schon mal alle drin, weißt du? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber warum nicht? Hey, Gegenstände freigeschaltet. Wahnsinn. So. Da würde ich aber sagen, weil die Karte, ich bin ganz ehrlich... Die zu erkunden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber irgendwie lohnt sich das halt einfach nicht wirklich. Ich habe jetzt den kompletten Norden hier zwar angeguckt irgendwie, bis auf so ein paar Berlinsprüfungen, eigentlich fast alles gemacht, was man irgendwie machen könnte, weil für die meisten Sachen ist eh entweder ein Schloss vor oder es ist nur kurz was zum Lesen oder so eine Berlinsprüfung. Oh, guck mal, es ist ein Banditenlager, was ich übersehen habe, oh mein Gott. Ja, aber, ja, deswegen würde ich sagen, die machen wir halt, wenn wir da irgendwie Bock drauf haben. Ab und zu. Guck, alleine hier. Da ist einfach eine Prüfung, neben Mannys Prüfung, neben Mannys Prüfung, noch eine Prüfung, noch eine Prüfung. Muss nicht sein, ne? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal einfach mit der Main Quest weiter. Weil ich glaube, die macht wenigstens Spaß so, weißt du? Die Main Quests sind bis jetzt alle super. Der Nebenkram nicht so super.
Dann bis zum nächsten Mal und ciao.